Sich mit Geld von der Sünde freikaufen. Das ist Quatsch, hat Martin Luther gesagt und hat damit erst die Reformation ins Rollen gebracht. Durch ihn gibt es die evangelische Kirche und deshalb feiern die evangelischen Christen am 31. Oktober den Reformationstag. Dem Tag, an dem Martin Luther angeblich seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Wir wollen heute mal wissen, was für Fragen haben die Menschen eigentlich an die evangelische Kirche? Sie haben es schon befürchtet, Sie haben mich schon gesehen. Guten Tag! Mein Name ist Benjamin Schröter. Wie heißen Sie? Lavinia. Sagen Sie mir doch bitte mal, welche Frage Sie der evangelischen Kirche gerne mal stellen würden. Am besten da rein, weil da ist die Kirche. Ich würde gerne wissen, warum gibt es keine Nonnen? Gute. Wie geht's dir? Ich bin der Benny. Mo, sehr erfreut. Mo? Ja, also eigentlich Jack, aber meistens Mo. Mo Jack. Mo Jack, ja. Okay. Mo Jack, ich habe eine Frage. Welche Frage würdest du denn der Kirche gerne mal stellen? Und am besten da rein, weil da ist die Kirche. Mich würde von der evangelischen Kirche interessieren, was sie tut, um etwas gegen 1 Milliarde hungernde Menschen auf diesem Planeten zu tun. So, warum der Kirche es nicht gelingt, junge Leute für sie zu begeistern? Also, es gibt ja schon viele Jugendliche, die Interesse haben, auch im Studium, aber man schafft es nicht irgendwie, die so ranzuholen und ja, das finde ich schade. Ich bin der Benni, ich grüße dich. Moin, Mathis. Moin, Mathis? Moin, Mathis heiße ich. Moin? Nee, jetzt Vorname Moin. Was ist das denn hier? Wir sind vom evangelischen Fernsehen. Ah, okay. Aber jetzt mal ehrlich, Moin ist dein Vorname? Nein, Moin sagt man so bei uns im Norden. Wo kommst du her? Aus Oldenburg. Ach cool, okay. Ja. Bin mit dem Seesack unterwegs. Ich habe mal eine Frage. Wenn du aus dem Norden kommst, bist du wahrscheinlich Protestant. Ja, genau. Was würdest du denn die Kirche am liebsten mal fragen? Am besten da rein, weil da ist die Kirche. Wie kann es gelingen, Themen zu finden, die die Gesellschaft interessiert? Welche Frage würden Sie der evangelischen Kirche denn gerne mal stellen? Warum immer die Kirchen so leer sind? Deshalb gehe ich in die katholische.